Jo Leute, was geht? Jetzt mal wieder zurück auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, es kam schon sehr lange nichts mehr hier. Und das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich das mal mit einem Abonnent geschrieben, dass ich da zurzeit mit der Qualität meiner Videos nicht sehr zufrieden war. Deswegen habe ich mir mal was bestellt. Aber dann hat es nicht funktioniert mit meinem alten PC. Aber jetzt habe ich ja hier einen neuen. Und das ist jetzt um einiges besser. Ich werde auch bald ein Unboxing-Video bringen, denn das funktioniert jetzt wirklich mit Hardware, wie ich jetzt in Zukunft mein iPod aufnehmen werde. Und ich hoffe, dass euch das in Zukunft auch gefallen wird. Dann habe ich auch sonst noch ein paar Ankündigungen. Ja, wie ihr auf YouTube vielleicht schon gesehen habt. So, mein Videomanager. Und hier mein erstes Video mit über 1000 Klicks. Da bin ich euch wirklich sehr dankbar. Ich weiß nicht, was an diesem Video so besonders ist, dass es so viele Klicks hat im Gegensatz zu den anderen Videos, die ich da auch habe. Da haben ja manche nur ganz wenige, manche ganz viel. Und ich würde gerne mal von euch wissen, was genau an diesem Video so besonders ist. Also an diesem Hugo Retromania. Das Spiel war ja insgesamt, glaube ich, ziemlich populär, hatte viele YouTube-Videos haben da sehr viele Klicks damit bekommen. Ich würde mal wirklich gern wissen, was ihr denkt, wieso gerade dieses so besonders war. Und jetzt zu Sachen wie das mit dem Minecraft-Klon, wo ich mal gemacht habe, jetzt nicht so abgierig war. Und jetzt mal, wie es in Zukunft auf meinem Kanal weitergehen wird. Ja, ich habe jetzt eben diese Hardware und eben das WinTV 7. Und damit kann ich eben Aufnahmen machen, wie zum Beispiel die Minecraft Pocket Version und auch viele andere Spiele. Was leider noch nicht funktioniert, ist das Modern Combat 3. Das war eigentlich der Grund, wieso ich es mir bestellt habe, dass das so Commentaries machen kann, wie jetzt auch so viele andere YouTuber schon gibt. Aber das geht leider zurzeit noch nicht. Ich glaube, da fehlt der Arbeitsspeicher meines iPods. Denn wenn der Arbeitsspeicher ausgelastet ist, dann stürzt eben ein Spiel ab. Und bei Modern Combat ist das immer dann der Fall, wenn das Spiel geladen hat und ich jetzt gerade einsteigen würde. Es ist wirklich schade, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe viele andere Sachen, die ich mit meinem iPod da vorhabe. Und ich hoffe, dass euch die ganzen Sachen auch gefallen werden. Es kann Let's Plays geben und alles geht nun eben mit einer richtig flüssigen Grafik. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein bisschen was sagen könnt, was ich denn so machen soll. Dann probiere ich das aus, ob es geht und so. Und dann werde ich doch auch schauen, dass ich euren Wünschen auch ziemlich nachgehen kann. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt gefallen. In nächster Zeit werden so viele Videos kommen, das könnt ihr mir glauben. Commentaries, Gameplays, Apps-Tests werden auch wieder folgen. Muss ich immer nur mal ein paar schauen, was ich für Apps benutze und alles. Also ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis zum nächsten Mal.